Heute gibt es ein neues Airdrop Farming Update mit verschiedenen Airdrops, die man claimen bzw. beanspruchen kann und zusätzlich News, die für alle Farmer wichtig sind. Wir starten rein. Ich habe zwar gestern schon ein Video dazu gemacht, aber der Tyco Airdrop für alle, die auf dem Testnet und in den Galaxy generell in den Social Media Kampagnen aktiv waren, ist jetzt claimbar. Zusätzlich gibt es hier noch eine Allokation von Loopring, für die man sich eventuell qualifiziert hat. Diese schütten nämlich weitere Tyco Token aus. Checkt hier definitiv auch, ob ihr euch für ein paar Token qualifiziert habt. Der Token hat sich über die letzten 24 Stunden sogar sehr gut entwickelt. Wir haben hier einen Pump gesehen von 27%. Dementsprechend habe ich mich entgegen meinen Äußerungen im gestrigen Video dazu entschieden, den Token jetzt erstmal abzuverkaufen. Hier meine 52 Tyco Line jetzt gegen knapp 150 USDC eingetauscht, da ich davon ausgehe, dass dann der Wert doch nochmal ein bisschen runtergeht und dann tendenziell werde ich zurück in Tyco swappen oder das Kapital generell für deren Mainnet-Kampagne verwenden. Dann gehen wir weiter zum nächsten und zwar für alle, die bei Blastoff aktiv waren, vor allem in den Galaxy-Kampagnen. Hier zählt noch keine Mainnet-Aktivität dazu. Also wenn ihr beispielsweise Ethereum in deren Vaults hattet oder sonstiges, das fließt hier noch nicht mit rein. Das ist rein für die Social-Media-Kampagnen auf beispielsweise Galaxy oder Zili. Hier hat man 25% direkt unlocked, dann gibt es einen Cliff von 7 Tagen und dann wird ein kleiner Bestand pro Woche ausgeschüttet, bis man letztendlich seine gesamte Allokation hat. Der Token tradet gerade bei 1,36 $ mit einem sehr, sehr niedrigen Market Cap von gerade mal rund 1 Million US-Dollar. Dann gehen wir weiter zu Aperture Finance in Verbindung mit Manta. Ich habe es, glaube ich, noch in keinem Airdrop Farming Video eingebaut. Und zwar kann man seinen Airdrop bei Aperture Finance einsammeln und zusätzlich jetzt eben die Rewards von Manta Network. Dafür wollt ihr einmal zu deren Claim-Seite navigieren. Findet natürlich wie immer alle Links unten in der Videobeschreibung. Und selbst wenn das Dashboard hier buggt, wie es bei mir auch der Fall ist, obwohl ich eine Allokation bekomme, ihr geht hier einfach auf diesen Claim-Button, seht dann eure Allokation. In meinem Fall waren das hier diese 304 Aperture-Token, die gerade mit 5 Cent pro Token bewertet sind. Also sollte bei keinem eine große Allokation gewesen sein. Ich habe von mehreren Leuten gesehen, die teilweise mit höheren 5 bzw. niedrigen sechsstelligen Beträgen hier gefarmt haben. Auch keine große Airdrop-Allokation, aber schaut einfach mal rein. Kann man definitiv als Gas Money in Zukunft verwenden. Dann könnt ihr bei einem Airdrop vorbeischauen, ob ihr euch qualifiziert habt, in dem Fall Cresco. Hierfür musste man ein aktiver DeFi-User sein, beispielsweise auf Ethereum, Optimism oder Arbitrum. Ich habe noch keine genaue Liste an Protokollen gefunden oder was man letztendlich spezifisch dafür machen musste. Schmeißt ihr einfach mal eure Wallet-Adresse rein, geht auf Check und guckt, ob ihr euch vielleicht eine Allokation gesichert habt. Dann gehen wir weiter ins Blast-Ökosystem. Hier gibt es ja den Airdrop am 26. Juni, also rund noch 3 Wochen hier Konzentration reinstecken. Warum erwähne ich das? Weil ein weiterer Multiplier gelauncht ist. Also ihr könnt hier durch die GameFi-Kategorie einen weiteren 2x-Boost auf eure Punkte sichern. Aktiviert den, um letztendlich die maximale Punktzahl bis zum Ende zu bekommen. Dann habe ich Twitter-Post von Arcam, sollte den meisten bekannt sein. Ein Research-Protokoll nennt ihr das Ganze mal, mit dem man On-Chain-Aktivität tracken kann. Diese schreiben hier im Post, there is still no second best Arcam. Ist vermutlich ein Hinweis darauf, dass sie einen sehr, sehr attraktiven Airdrop damals ausgeschüttet haben, beziehungsweise sie wollen generell die Vorzüge ihrer Plattform darstellen. Jedenfalls hat Orderly drunter kommentiert, Send Location, ich fand das ganz witzig und wollte das sowieso einbauen, weil mir Orderly so ein bisschen, ich will nicht sagen am Herzen liegt, aber es ist definitiv nochmal eine Empfehlung hier in diesem Video. Farm für Orderly. Ihr könnt das hier an meine Statistiken auf dieser Wallet sehen. Ich habe mit gerade mal 157 gesammelten Emeralds Platz 5600 von 57.000 Usern. Und Orderly hat meines Wissens nach, ich habe es jetzt nicht ganz genau im Kopf, aber ich glaube mindestens 20 Millionen US-Dollar im Funding eingesammelt. Und es ist absolut unterfarmt, wenn man sich hier die Userzahlen anschaut. Deswegen werde ich mein Orderly Farming generell auf den ganzen Partnerplattformen nochmal stark intensivieren. Habe jetzt letzte Woche damit angefangen. Und werde das über die letzten Epochen, ich denke mal, dass wir bis zu 12 Epochen haben werden, bis die Kampagne zu Ende ist. Und dann werden sie hoffentlich ihren Token ausschütten. Ziel ist es, mindestens 1000 Merits bis dahin zu sammeln. Ich bin jetzt hier gerade am ersten Tag der neuen Epoche bei 60.000 Volumen und würde zum aktuellen Zeitpunkt 434 Merits bekommen. Das Ganze wird aber noch mehr verwässert, also ist jetzt kein Indikator. Ein Hinweis nur an der Stelle, hier gibt es ein Projekt, das durchaus relevantes Funding eingesammelt hat, wenn man mal durch die Partnerprojekte hier durchgeht. Das ebenfalls absolut unterfarmt ist und die Plattform sehr, sehr cool ist. Ich werde den Namen jetzt hier nicht nennen, das ist für die Crew auf dem Discord vorbehalten, aber wer ein bisschen Research macht, sollte das Ganze rausfinden. Und nein, es ist nicht LogX. Dann gehen wir weiter zu den News für eine Plattform auf dem Mode Network und zwar Ironclad, die ich in meinem Season 2 Strategie Video intensiv erwähnt habe, da sie noch keinen eigenen Token haben. Hier ist die Airdrop Farming Kampagne jetzt auch beendet und sie werden ihren Airdrop in den nächsten Tagen ausschütten. Heute ist beispielsweise der erste Sale.
Was das Mode Network generell angeht, da man natürlich die User-Statistiken als auch den Total Value Locked im Auge haben sollte, um natürlich nicht diluted zu werden. Und dieser ist jetzt relativ konstant seit den letzten 2 bis 3 Wochen, was mir natürlich sehr gut gefällt. Und ich sehe es anhand meiner Leaderboard-Position. Ich schiebe mich immer weiter nach vorne durch meine Funds, die ich gerade auf dem Netzwerk in den verschiedenen DeFi-Protokollen arbeiten lasse. Zusätzlich bekommt man natürlich, wenn man seine Mode-Token hier im Single-Staking hinterlegt, rund 54% APY ausgeschüttet in Optimism-Token, die ich dazu verwende, sie wieder auf Mode zu bridgen, dann swap ich sie und hinterlege sie hier im Staking, um natürlich noch mehr zu drucken, bis Ende der Season 2 Airdrop-Kampagne, das voraussichtlich Anfang September ist. Dann habe ich hier eine News bezüglich Sanctum, und zwar ist Season 1 der Airdrop-Farming-Kampagne jetzt vorbei, also ihr könnt eure Assets jetzt abziehen, beziehungsweise eure Assets swappen. Was allerdings der Founder dazu sagt, ist nochmal ganz interessant, denn er hat hier einen ganz ausführlichen Thread geschrieben zu dem Token, der Cloud heißen wird. Insgesamt werden 10% des gesamten Bestandes als Airdrop ausgeschüttet und sie werden 100% des Bestandes am Token Generation Event auf dem Markt haben. Und die Season 2 ist nicht direkt im Anschluss jetzt, die wird zu einem späteren Zeitpunkt kommen. Und er erwähnt hier ganz im Speziellen, dass es natürlich sehr, sehr schwer ist, die Dumper von den richtigen Believern zu unterscheiden. Und sie wollen den Airdrop natürlich bestmöglich gestalten. Er nennt Drift hier als ein gutes Beispiel, wo man warten musste auf einen Teil seiner Allokation, um dann die ganze Allokation oder noch mehr zu claimen. Ich denke, dass das Ganze hier ähnlich ablaufen wird. Also mal gucken, wie sie die Kriterien dann letztendlich ansetzen. Zum Abschluss habe ich noch 2 NFT-Mints für euch. Eines bezüglich des Base On-Chain Summers und das zweite bezüglich des Launches der Smart Wallet, das ein sehr, sehr großer Meilenstein ist. Hier auf jeden Fall beide NFTs mitnehmen, sind free to mint. Ihr müsst einfach nur einmal die Gas-Fees, die sich unter einem Cent auf Base bewegen, bezahlen. Das soll es gewesen sein zu dem Übersichtsvideo. Ich hoffe, es war wieder ein bisschen was dabei. Wie gesagt, alle Links unten in der Videobeschreibung. Solltet ihr Fragen haben oder euch austauschen wollen, ist unser Community-Discord der richtige Ort. Das war's. Wenn ihr in Zukunft nichts verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dann.